Hey Leute und willkommen zurück zum 7 Days to Die Let's Play. Wieder in der alten, gewohnten Konstellation. Wir haben jetzt Tag 3 mittlerweile. Letzte Nacht, wie ihr schon gesehen habt wahrscheinlich, war gut Action hier und eine fette Wave. Wir hatten gut Beschäftigung. Haben es aber alle überstanden. Alle lebendig überstanden sogar. Und sind jetzt halt wieder weiter am Looten, am Farmen. Und ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Wenn auch nur knapp, muss man sagen. Ja. Blablab ist dazwischen noch aus dem Fenster gesprungen. Mir wusste zu viel, ich dachte mir, nee, ich springe aus dem Fenster. Mir reicht. Ich bin aber auch schnell umentschieden und ist doch wieder reinkommen. Ja. Ich war gerade auch fast schon angefangen, in den Wall Safe zu looten und war erstmal total überrascht, was hier alles drin steckt. Ist mir Sword of Shotgun, 3 Shotgun Shells, nicht die Welt, aber. Ah ja, Shotgun. Ja. Und ich habe gerade beim Wasser holen und habe halt glatt vergessen, nochmal 1,5 Stacks von den Chars aufzufüllen, nämlich einfach irgendwie vergessen. Das darf ich nochmal zurückklatschen. Ja, nein, brauchst du gar nicht, du hast doch einen Eimer Wasser. Nee. Nicht. Ein Eimer ist viel zu langweilig, sowas braucht man nicht. Ja. Ich laufe aber jedes Mal. Ich glaube, alles, was mit Stock endet, kann man aus Holz craften, oder? Müsste auch. Brauchen wir keine Maul. Achso, das sind die Holzgriffe. Nee, die brauchst du keine Maul. Sind wir dann schon so weit, dass wir uns das Munition und Waffen craften könnten? Jetzt übertreibt man aber nicht so. Gleich habe ich reingelegt. Vielleicht fast eine, der zum Farmen geht, so eine Mine oder so. Ja, dann kannst du mich die ganze Zeit mobben, weil ich hier irgendwie in 3 Stunden nichts zusammenbringe. Ja, und dann behauptet, dass du aufs Biom schiebst. In dem Biom gibt's nix. Ja. Ja. Ach, und ich habe schon wieder einen Hasen gefunden. Ich bin ja überglücklich, wenn ich irgendwas Lebendiges finde, was ich töten kann. Ja, er ist glücklich, wenn er einen Hasen findet. Ja. Hasen oder Schweine oder Hirsche. Oh, ich habe einen Bauarbeiterhelm. Ja, yeah, so ein Mining-Helm. Das ist voll geil. Ja, der ist cool. Der hat auch gute Sets. Ja, und für die so nicht wussten, wenn ihr den Helm aufhabt und F klickt, könnt ihr ein Licht wie bei der Taschenlampe anschalten. Und das ist super praktisch zu minen oder in der Nacht rumlaufen. Ich weiß, wer den Mining-Job übernimmt. Also, wenn wir gerade beim Thema waren, ich denke mal, das ist eine Bestimmung oder so. Eine Bestimmung? Ach nee. Lass stecken. Da kannst du auch die geile Mining-Helm abgeben oder so. Also. Ja, so. Bin ich auch nicht dagegen. Ja, okay. Könnte man es ja gerne erklären. Aber ich bin doch hier der gute Hausmann. Der Hausmann, ja. Du bist unser Versorger. Versorger, genau. Ich hol hier Holz und. Ne, Holz holen tue ich gar nicht. Aber. Ich hab eine Holzachse und haube meine Steinachse. Ist natürlich episch. Geht dann viel einfacher und schneller und so. Ja, klar. Okay, 50 Wasser, also Murky Water, dauern echt über eine Viertelstunde, bis es fertig wird. Das ist ja mal krass. Das heißt, wenn wir aufnehmen, verbringst du die ganze Zeit hier was für sich zu machen. Nein. Na gut. Also ich glaube schon alles durchgelootet, oder? Kann das sein? Na, ja nicht die ganze Stadt, oder? Vielleicht laufe ich auch die ganze Zeit wieder im Kreis, aber. Wäre ja auch mal ganz gerne. Mhm. So schnell seid ihr doch jetzt auch nicht, oder? Oh, hast du eine Ahnung. Iron Reinforced Club. 0,5 Iron bringt er. Geil. Ich werde mal einen Spider-Schutz hier anbringen. Mhm. Bin ich für. Dass uns die Spideys hier nicht auf den Kopf klettern. Ich dachte es ja gar nicht, dass es so krass ist, aber letzte Nacht hat man ja zwischendurch mal Besuch. Dem war draußen zu kalt. Ja. Plötzlich schießt da wer wild um sich, während ich ganz ruhig daneben stehe und crafte. Ich dachte, was spinnt der? Dann springt noch einer aus dem Fenster. Das war eine wilde Nacht. Ich bin also, wer die letzte Folge verpasst hat. Das war lustig. Potassium, ne? Ne? Geht. Wieso habe ich jetzt schon wieder eine Brass in Gold Mold gemacht? Die braucht man eigentlich gar nicht.
Lol, hat sich von jemand schon mal einen Sharpstone in die Hand genommen und ihm angeschaut? Nee. Das Ding sieht immer krass aus. Krass. Ja, nee, das ist echt was. Das ist nicht so ein 0815 Kugel, die in der Hand liegt, sondern da hat man schon was in der Hand. Also. Da hat man schon was in der Hand, ja, läuft. Da hast du schon ordentlich was in der Hand, oder? Naja, auf alle Fälle. Ich fange jetzt gleich mal an, hier Bullet Casings herzustellen und so. Wenn ich nicht so blöd wäre, Bullet Casings herzustellen. Ja, da scheitert. Kann ich, hab ich die Mold noch gar nicht? Ja, super, GG. Ich kann aber keine Bullet Casing Mold herstellen. Kann das wäre schon von euch? Was, die Mold? Nicht. Die Bullet Mold? Casing Mold. Die Mold kannst du auch herstellen. Mold kannst du alle herstellen. Na? Du brauchst nur die Vorlage dafür, du musst die Bullet reinlegen, die Bullet Case. Nee? Geht nicht? Ich kann keine Bullet Case Mold herstellen. Ich kann zwar eine Sniper Barrel Mold herstellen, aber. Kannst du eine Sniper Barrel Mold herstellen? Ja. Und ein Scope und ein Receiver und. Du meinst eine Hunting Barrel, oder? Nein, eine Sniper. Problem ist nur, man braucht die Sniper-Teile dazu. Kante, wie sieht's aus? Kannst du die herstellen? Gib mir mal Lead. Ein Lead brauche ich ja gar nicht. Clay. Hier, Bullet Casing und hier Clay. Liegt beides am Boden. Stell mir dein Können unter Beweis. Mach ich. Hier hast du dein Clay zurück. Ganz recht. Und hier ist die Mold. Danke. Schlimme Welt. Andere muss man sich beweisen für irgendwas. Ach ja, Mann. Diese Holzframes abzubauen, das ist echt eine Krankheit. Also, ja. Weiß ich, ich hau hier gerade seit eineinhalb Minuten so drauf und es passiert einfach nichts. Das ist so. Ja. Fire-Axe. Wollte ich gerade sagen, wir haben eine Fire-Axe. Da passiert zumindest ein bisschen was. Du brauchst echt eine. Wäre schlecht, dann müsst ihr erstmal zurücklaufen. Das lohnt sich nicht mal. Ich craft meine für dich. Okay, danke. Magst du mir gleich mal dein Holz vorbeibringen? Okay, nach der Squad. Meine Frau. Ja, okay. Ja, okay. Welches denn? Im 64er oder die Balken, die ich schon fertig habe? Am besten die Balken, die du schon nebenbei fertig machst. Toll, können die nicht alleine zu dir laufen? Chris, kann ich mein Pickaxe wieder haben? Nee. Nein. Okay. Das kannst du ja mal total abschminken. Okay. Kannst du wieder haben. Also, erst freiwillig hergeben, weil gefragt wird und dann wieder haben wollen. Aber ich bin jetzt. Ey! Ich bin schon da. Achso. Ich komm angeflogen. Oh. Kommt angeflogen. Hallo. Ach stimmt, ich kann einen Hammer herstellen, ne? Das hast du ja auch noch kaputt gemacht. Ich hau dir gleich eine rein kaputt gemacht, Alter. Ich hab uns bewahrt vor der Horde, die hochkommen wollte. Was hast du mal nicht abhaut, ne? Die Bricks, oder? Ah ja, stimmt, ja. Bricks. Okay, hast gut gemacht. Danke. Ich freue mich. Hallo du. Komm mal her. Juhu, danke. Oh, noch mehr. Was, schon alles? Ey, bitte? Ich hab noch einiges mehr. Wir sind so nett zueinander. Immer. Ja. Nur. Ah ja. Geht nur so. Also, so nett meine ich. Da lachen die, hast du es gehört? Jungspunde oder wie war's? Ja. Oh, weil das jetzt hier heißen. Wie sehe ich jetzt überhaupt aus? Jetzt bin ich ein Space Cowboy. Cool, Mann. Diese Blechhütten halten ja ganz schön was aus. Ja, ja. Also, verpackt, du musst wirklich jeden einzelnen Block abbauen, damit die zusammenfallen.
Ja, okay. Kein Problem. Du haust gerade auf die Regale unten, ne? Nee. Nee, er baut gerade eine Bleche da. Achso, okay. Ich hätte eben auch. Ja, weil du ja, mit so einem Kram Erfolg. Die Dings hochhaust. Könnte sein, dass wir gleich wieder Besuch kriegen. Ja, die Heatbox. Kennst du genau, die Heatbox? Genau, danke. Ich kam nicht auf den Begriff. Heatbox kann ich damit nicht draufstellen. Wäre morgen noch nicht fertig. Oh, ich bin was zu faul jetzt. Was ist denn da oben drauf, sag mal? Ich schau mir hier, ich halt Ausschau. Da haut er. Er versucht gerade jetzt die Hütte zum Einsturz zu bringen. So eine Art. Durch sein Eigengewicht. Genau. Ach, du baust die ganze Hütte ab, oder was? Ja, einmal aus dem Kopf und dann stürzt er ein. Was heißt nicht, was suchst? Ich hab mich gestern auch gedacht, ah ja gut, bauen wir schnell zwei Dinge ab oder so, also vielleicht schlagen wir einfach zwei Fenster ein, wie es bei der ganzen Zeit immer so ist, weil alles zusammen. Ängste. Ja. Und wenn das alles runterfällt, bekomme ich ja ganz viel Scrap Iron, oder? Wenn. Aber Zeit. Echt? Bekommst du die ganzen Sachen raus, oder? Ich glaube alle nicht, aber Kristall, oder? Eine Hälfte, glaube ich. Ja, schau. Das ist ja voll viel Scrap Iron, muss man noch gleich einschmelzen können. Man könnte zwar auch einfach schnell ein bisschen runterbuddeln und ein bisschen farmen, aber na. Warte mal, stopp. Einfach runterbuddeln. Er baut einfach eine Schaufel und kram einfach schnell das Zeug unten weg. Easy. Wird auch gehen. Hat wer noch Iron? Müssen eigentlich noch Blechdosen da sein. Zwei Iron Fragments hab ich. Ich hab nur Lead. Da liegt ein 2 Iron Ingot. Blechdosen. Ein ganzer Stack. Ja, super. Ja, es ist so eine Art von uns. Ein Stack sammeln und dann erst nutzen. Ja? Und ich hab die ganzen verschiedenen Stacks da mal zusammengepackt. Das mache ich auch immer. Wenn bei dem einen sind 60 drin, bei dem anderen nur 950 und bei dem anderen sind 2. Räumt man die halt zusammen, das ist ja viel ordentlicher aus. Ja. Boah, es regt mir das so auf, wenn irgendwie mehrere Stacks einfach nur da so da liegen, oder? Wenn irgendwie, keine Ahnung, 42er Stacks und wieder 50er Stacks und was weiß ich. Mich regt das schon auf, wenn die nebeneinander liegen und zwischendrin ein nicht voller Stack ist. Ja. Aber das erste, was ich schaue, ist irgendwo dann, oder wenn generell mehrere Sachen im gleichen Typ in der Kiste liegen, kann man irgendwas miteinander stacken. Ja. Also Patrick, das Ganze ist so verbuggt, das ist echt der Hammer. Ja, gibt es das hier mal? Das ist... Aber ich finde, für eine Alpha ist das Spiel schon richtig weit, Mann. Ja, klar. Ich hab eine Fire-Axe für dich. Ich meine, das Game ist eigentlich im Prinzip mehr oder weniger fertig, aber... Ja. Was halt wirklich noch fehlt, sind halt irgendwie die Physics, also die sind ja, halt ein bisschen... Ab. Ja. Oh, danke. Kein Platz. Ich hab grad gedacht, wie sagst du ein Level Up? Entschuldigung. Was? Ich hab gerade gedacht, wieso hast du jetzt aber einmal ein Level Up? Also ich bin ja im Grunde genau dafür, dass da noch so Sachen reinkommen wie man fängt zwei Schweine und die vermehren sich dann. Mhm. Boah, jetzt muss ich geil. Oder das. ich hab heute Plätzchen gemacht und dann hab ich so mit meinem Kleinen geredet, so, hab ihn voll gelabert und meinte, pass mal ich auf. Ich höre Spider, Entschuldigung. Und in Seven Days to Die integrieren sie noch Weizen und Milch und Butter und. Irgendwann macht man dann in Seven Days to Die Weihnachtsplätzchen. Ja, was ja angeblich kommen soll, ist Elektronik. Also generell Elektrik, Strom und das Ganze. Ja? Ja, das sogar fahrende Autos. Ah, endlich, Mann, ey. Das wäre jetzt schon cool. Oh, vor allem, was irgendwie geil wäre, wenn es einfach Autos wären, wo man sich ja dann irgendwie zu viert reinhocken kann, vielleicht irgendwie sogar so eine Art Radio anmachen kann und halt irgendwie dann durch die Gegend fahren könnte. Sowas wäre einfach mal richtig nice, also. Obwohl ich mal das Chunk erzeugen schon lustig vorstelle. Ja, gut, oh ja, ich ein Spider auf der Straße. Root-Surfer, um das Ganze zum Laufen zu kriegen, weil ich glaube, wenn bei vier Leuten die Chunks generiert werden und du mit dem Auto dann durch die Gegend fährst mit 50 km/h oder so, dann.
Ich sehe hier zwei Spider. Ich sehe drei Spider. Musst du sie töten? Lauf so schnell du kannst. Nick, hier. Genau. Flüchtling. Au! Du Potsau! Dann kriegen wir bestimmt gleich wieder Besuch. Wir sind ja aber auch leise, ne? Ja. Dauerhaft immer. Der eine steht hier in der Hütte drin. Möchte noch jemand einen Chlorhammer haben? Also, einen könnte ich noch machen. Nett in die Hütte reinstellen, wenn wir den gerade abbauen, dass der einschürzen soll. Ach komm, ich mach. Wieso nicht? Gut, dass du das gerade gesagt hast, mit dir eine steht hier in der Hütte drin. Weiß nicht, ob du mich gemeint hast, aber... Nee. Wow. Oh. Also die Spiders sind weg? Das klang nach irgendwie... Bei mir stand Weise, ja? Jetzt nicht mehr. Ja, weil er gerade das ganze Gebäude zum Zusammenstoß gebracht hat. Hast du mal ein bisschen Lärm gemacht, sagst du? Also es klang ganz schön heftig, ja. Ich hab's nicht gehört, aber bei mir war gerade Standbild. Die ganze Hütte ist jetzt auch weg. Und wie viel? 35 Scrap Iron, naja. Immerhin, ne? Haben wir noch nicht, ne? Das ist nicht wenig, oder? Wie viel Scrap Iron ist ein Iron Trickman? Vier oder so. Guck mal, was wir da rausbekommen. Amount 17. Müssen wir nur noch rechnen. 17. 17 durch 3. Wieso durch 3? Weil ein Iron 3 braucht. Ach so. Nein, krieg mal raus, oder? 4 vielleicht. Vielleicht. Naja, 3,66. Also so produktiv war das ganze Jahr jetzt nicht. Klar. Aber es war lustig. Also ich habe 45 Iron Fragments. Ich weiß ja nicht, was ihr so treibt, aber. Ja, bringen sie doch mal her. Naja, die Felder hat so ein bisschen was gegen mich. Aber hey, also wer es noch nicht gesehen hat, ich finde es echt lustig, wenn so eine Hütte entsteht. Könnt ihr jetzt bei Level Up stehen? Ich hab gerade weggeschaut. Wo bist denn jetzt? Ach. Oben oder was? Aus einfach oben in den Ofen rein, wenn die Scrap Iron durch sind. Ich pack das einfach erstmal in die Kiste hier. Ja, hat wer ein bisschen Clay für mich? The Clay? Oben nee, drin. Ein bisschen mehr, okay. Weil dann baue ich. Aber wenn du mal so da in unserem Berg guckst, wo auch Eisen drin war, ist da auch Clay in der Wand. Okay. Clay in der Wand? Ja, in der Wand. Ich finde, jeder sollte Clay in der Wand haben. Weil, ich baue unseren Hintereingang mal zu, oder? Weil zwei Eingänge sind, glaube ich, nicht so gut kämpfen. Generell Eingänge. Aber mach da Türen hin, dass wir vorne und hinten raus können. Leute, ich habe uns auch schon wieder 4 Feierabendbierchen organisiert. Das ist meine Tagesaufgabe, glaube ich. Wo ist denn die denn her? Ich weiß nicht, ich wundere mich selbst irgendwie schon so ein bisschen, dass ich mir so ein paar ready hab. Du hast doch die Pickaxe, ne? Patrick? was? Ich hab, ja, ich hab eine Pickaxe. Hier kannst du mal den einen Dings raushauen. Ja. Überall Türen oder was meinst du? Da können wir hier besser durchgehen. Ihr könnt euch eigentlich Eisenwerkzeuge machen, das können wir uns schon leisten. Ich hab gerade realisiert, dass ich eigentlich sau viel Eisen habe. Ich farm ja auch ganz brav. Wo wird hier denn? Ach, hier ist die Hütte gewesen. Ich wollte gerade sagen, was denn hier passiert, ey. Ja, wollen wir den Hintereingang ganz zu machen, weil so eine Tür ist gleich ankauen und sonst kenne ich einen guten Trick, wie wir hier drin in diesem Vorraum gut kämpfen könnten, wenn wir uns hinter der Bar, wenn wir die Bar zubauen und uns verstecken dann. Dann könnten wir hinten nämlich ganz zumachen, weil sonst kommen die Zombies alle hinten an die Tür ran und machen Stress und sonst kommen die alle, versammeln sich alle im Vorraum an der Tür. Das ist ganz cool. Ja, ist egal. Du machst das schon. Okay, dann baue ich hinten zu. Wenn es schlimm so ist, dann baue ich. Dann tue ich das einfach. Einfach ohne Fragen. Ja, du machst das schon ganz toll richtig, muss ich sagen. Hier steht dann unten, ich bleib schön oben. Ja, ich hab da schon Plan. Oh, unsere 55 Wasser sind fertig. Jetzt mache ich noch ein wenig Tee draus. Das ist gut. Oh ja. E-Time. Tee ist toll. Time for tea. Jetzt geht's auf hier. Kriegen wir sogar noch Tee. Was wollte ich hier sagen? Ja? Oh, ein paar verschiedene Sorten zur Auswahl oder? Nee, es gibt nur Goldenrot-Tee. Habt ihr euch in diesem Spiel auch schon mal einen Garten angelegt? Ja, schon öfter.
Und wo? Ach, das ist mittlerweile ist es eigentlich egal. Ja, es geht nicht mehr kaputt, schon klar. Also. Fuck. Wir sind nämlich immer so für einen Dachgarten. Ja, super, jetzt habe ich es gerade. Nee, nicht wirklich, oder? Okay, nehmt lieber was mit Shift aus dem Lagerfeuer raus, wenn euer Inventar voll ist. Weil ich habe jetzt gerade aus 55 Wasser 17 gemacht. Nee, da habe ich nur einen Stack. Super, und der Rest war alles weggepackt. Ich glaube, die sind einfach nur als irgendwo anders gelandet. Und die sind einfach nur rausgedroppt. Entweder so, oder die sind noch drin oder im Inventar, oder. Hier in der Nähe liegt nix. Ich habe auch nichts im Inventar. Vielleicht sind sie irgendwo ganz rausgefallen. Wer weiß. Ja. Also teilweise finde ich es echt lustig. Ich bin hier gerade von. In der Höhe von 5 oder 6 Blöcken runtergefallen. War am Bein gebrochen. Letztens bin ich vom Haus da runtergefallen und habe mir nicht mehr irgendwas angekratzt. Es ging mir aber auch so. Ich bin vorher nur die Treppe da runtergefallen mal und habe mal die Beine gebrochen. Die Treppe runtergefallen, Beine gebrochen. Respekt, Alter. War immer noch besser wie früher. Früher, das ist egal, was du gemacht hast. Zwei Blöcke nach unten hast du die Beine gebrochen. Und ich dauerhaft mit einem fetten Debuff, der, ich glaube, am schlimmsten Fall war es dann 10 Tage oder so anhält. Ja, früher waren die Debuffs ja noch länger als jetzt. Ich meine, jetzt ist es schon einigermaßen human, aber früher. Ja, hast du so einen 10 Ingame-Tagen Debuff gehabt, dass du 50% langsamer läufst oder so, und das war echt nicht mehr lustig. Vor allem, ich meine, früher war es, also, ich meine, an sich, wenn das Ganze in 2 passiert ist, dann hast du es ja nicht mehr 20%. Decreased ja. Movement Speed, sondern gleich 40%. Ich glaube, ich ging sehr hoch bis 60%. Also. War schon echt krass. Also, wenn mir irgendwer Potassiumnitrate bringt, dann ist cool. Potassium? Ne, Lead habe ich eingehabt. Weil da könnte ich uns schon mal Ammunition machen. Oder TNT. Wenn du mir das Pickaxe spendierst, dann könnten wir drüber reden. Ja, okay. Oder ein paar Antibiotika. Pickaxe und Mining Helm liegen auch da, in der einen Kiste. Ich nehme noch ein paar Eisen mit, ich habe ein paar reingelegt. Was wollte ich jetzt sogar tun? Ach, wir wollten noch einen Ofen machen. Die Frage ist nur, die Frage aller Fragen. Oh, hier ist ein Mining Helm. Meiner. Ich glaube, mal kurz aus. Oh. Das waren jetzt die Fragen aller Fragen? Die Frage aller Fragen. Sollten wir mit dem Mining und Co. erst in der nächsten Folge anfangen, oder? Ja, würde ich sagen. Sollen wir jetzt? Ich glaube, ist auch besser, ja. Vielleicht auch in der übernächsten, weil die nächste ist in der Nacht. Aber wir können natürlich auch mit Herausforderungen in der Nacht machen. Bin ich also natürlich. Nach dem Tag 2 Waves bin ich dann vielleicht auch eher für die übernächste Folge. Es bricht nämlich gleich die Nacht ein. Genau. Ja. Die Folge ist zu Ende. Dann mache ich mal meinen Teil kurz und sage einfach mal noch danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten 7 Days to Die Aufnahme. Und somit gebe ich mal das Wort weiter an denjenigen, der will. Ja, ich möchte mich auch bedanken fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir 7 Days to Die spielen. Tschüss! Ciao!